Als Freaks werden heutzutage Menschen bezeichnet, die ein Hobby leidenschaftlich und exzessiv betreiben. Im Englischen bedeutet der Begriff aber ursprünglich Laune und galt vor allem im 19. Jahrhundert als Laune der Natur. In diesem Zusammenhang meinte der Begriff Menschen, die durch Fehlbildung, schräge Eigenarten oder besondere Merkmale aus der Masse herausstachen, weil sie anders waren und deshalb die Gaffer magisch anzogen. In diesem Video werde ich euch 5 bekannte und besondere Freaks zeigen, die über Jahrzehnte auf den Jahrmärkten und Schaubühnen dieser Welt bloßgestellt wurden und das geifernde und sensationshungrige Publikum begeisterten. Madame Clofouilla, die bärtige Frau. Josephine Clofouilla wurde im Jahr 1827 in der Schweiz geboren und ist eine der bekanntesten bärtigen Frauen aller Zeiten. Bereits nach der Geburt war ihr Körper von dichten Haaren bedeckt, wobei sie angeblich schon mit 8 Jahren einen 5 cm langen Bart hatte. Als sie 14 Jahre alt wurde, begann sie Europa zu bereisen und trat offiziell als bärtige Lady vor Publikum auf. Anfangs wurde sie dabei von einem Agenten und ihrem Vater begleitet, reiste aber alsbald mit ihrem Vater allein von Showbühne zu Showbühne. Als Josephine damit begann, den Bartwuchs von Napoleon III. Zu imitieren und öffentlich fortzuführen, fühlte sich dieser angeblich so sehr geschmeichelt und schenkte der jungen Frau daraufhin einen großen Diamanten. Ab 1853 zog die bärtige Josephine in die USA und begann für den US-amerikanischen Zirkuspionier P.T. Barnum zu arbeiten. Dieser machte sie als bärtige Frau aus Genf berühmt und gab die Länge ihres Bartes mit stolzen 15 cm an. Josephine gilt neben General Tom Thumb und den siamesischen Zwillingen Chang und Eng als populärste Attraktion von Barnum. Lucia Sarate, die kleinste Frau der Welt. Lucia Sarate gilt als eine der kleinsten Frauen der Welt, wobei sie außerdem den Weltrekord als leichteste erwachsene Frau hält, da sie im Alter von 17 Jahren lediglich knapp über 2 Kilogramm wog. Lucia wurde angeblich 1864 in Mexiko geboren und maß mit 12 Jahren gerade einmal 51 cm. Gesicherte Angaben lassen sich über das Geburtsdatum allerdings nicht machen, da es gang und gäbe war, kleinwüchsige Darsteller in der Öffentlichkeit älter erscheinen zu lassen, um den Effekt auf das Publikum zu verstärken. Gesichert ist allerdings, dass sie in dieser Zeit erstmalig nach Amerika kam, wo sie 1876 einem Publikum in Philadelphia vorgeführt wurde. Später soll ihr Körper noch gewachsen sein, wobei als letzte bestätigte Körpergröße 67,3 cm gelten. Prinz Randien, der lebende Torso. Prinz Randien wurde 1871 ohne Gliedmaßen geboren. Dieses Ereignis galt damals als außergewöhnlich und ist auch heutzutage enorm selten. Der Grund dafür ist die sogenannte Tetraamelie, eine seltene Fehlbildung, die auf einen genetischen Defekt zurückzuführen ist. Zeit seines Lebens wurde Prinz Randien als schaurige Sensation gefeiert und als lebender Torso und menschlicher Wurm vermarktet. Bekannt wurde Prinz Randien vor allem durch den Filmklassiker Freaks, in welchem er sich kriechend auf dem Boden fortbewegte und sich ausschließlich mit Hilfe seines Mundes eine Zigarette drehte, sie entzündete und anschließend rauchte. Hierbei wird auch ersichtlich, dass Prinz Randien stets eigenständig war und sich in nahezu sämtlichen Situationen behaupten konnte. Die Colloredo-Zwillinge. Lazarus und Johannes Baptista Colloredo sind bekannte siamesische Zwillinge und gelten als skurrile Sensation. Die Colloredo-Zwillinge wurden 1617 im italienischen Genua geboren und wurden von ihren Eltern als zwei eigenständige Persönlichkeiten behandelt, obwohl sie in der Mitte zusammengewachsen waren. Sie wurden sogar unabhängig voneinander getauft. Aus Lazarus Körpermitte wuchsen der Oberkörper und das linke Bein von Johannes heraus. Lazarus galt später als wohlerzogener und wohlhabender Mann, der seinen parasitischen Bruder in der Öffentlichkeit unter seiner Kleidung versteckte. Dennoch machte er aus seiner Missgestalt ein Geschäft und bereiste zahlreiche Länder, in welchen er sich und seinen Bruder zur Schau stellte. Johannes Baptista, dessen Gliedmaßen aus seinem Bruder wuchsen, alterte mit diesem gemeinsam und reagierte sogar auf Berührungen, wenngleich seine Augen stets geschlossen blieben. Die Zwillinge gelten als Pioniere der modernen Freakshow. Myrtle Corbin, die vierbeinige Lady. Myrtle Corbin wurde 1868 in Tennessee geboren. Myrtle litt am sogenannten Doppelsteiß. Das bedeutet, dass ihr Unterkörper doppelt angelegt war und sie deshalb vier Beine hatte. Die inneren Beine bildeten jeweils ein Paar mit den äußeren. Allerdings waren diese zu schwach und zu kurz, um sie zum Gehen zu benutzen.
Mit 13 Jahren trat Myrte erstmalig in Freakshows auf und wurde schnell enorm populär, was viele Nachahmer auf den Plan rief, die ihr das Geschäft vermiesten. Mit 19 Jahren ehelichte Myrte James Clinton Bicknell und bekam mit ihm 5 Kinder. Man erzählt sich, dass sie 2 davon aus ihrer ersten und 3 davon aus ihrer zweiten Vagina gebar. Myrte Corbin verstarb wenige Tage vor ihrem 60. Geburtstag in Texas.